Freunde, ihr werdet es nicht glauben, was ich hier gerade gefunden habe. Es ist mega cool, aber auch leider ein bisschen gruselig. Wir gehen da jetzt zusammen rein und schauen uns. Ich zeig's euch erstmal. So, hier lang. Und wo war das noch gleich? Moment, wir müssen hier rüber. Wir sind hier mitten im Wald. Und da habe ich etwas richtig Cooles gefunden. So, hier unten ist es, Leute. Seid ihr bereit, es zu sehen? Okay, aber Freunde, ihr müsst zuerst den Kanal hier abonnieren, denn über 70%, die Videos gucken, sind nicht abonniert. Leute, wenn ihr abonniert, das ist kostenlos, dann wird euch nämlich jedes meiner brandneuen Videos direkt angezeigt auf dem Handy und auf dem Computer und dann könnt ihr direkt als allererstes mein neuestes Video schauen. Das ist doch mega cool, also Leute, unbedingt abonnieren. Okay, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was hier ist. Schaut mal. Ah! Da ist es, Freunde. Der Smile Room. Das ist so ein komischer... Was ist das? Ein Zimmer, aber da ist so eine Barrikade davor. Und hier ist auch Blut überall. Okay, Blut bedeutet, dass es gefährlich ist. Und der Smile Room, das ist, glaube ich, der Bruder von Siren Head. Ich weiß nicht genau, aber Siren Head ist böse und riesengroß und gruselig. Und der Bruder von Siren Head, das ist der ältere Bruder, der ist wahrscheinlich noch stärker und gruseliger. Und ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen. Sollen wir da reingehen, Leute? Smile Room! Okay, Leute, wir werden in diesem Video dort reingehen. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Wir werden gemeinsam dort reingehen. Aber zuerst brauchen wir Holz. So, da vorne haben wir einen Baum, den nehmen wir mal. Und wir bauen den jetzt einfach mal ab, denn wir brauchen dringend eine Spitzhacke und eine Axt und am besten auch ein Schwert, um uns zu verteidigen. Denn wir wissen ja nicht, was da drin auf uns wartet. Und wir brauchen unbedingt, ganz dringend, eine Ausrüstung. Wobei, Leute, wir haben doch schon hier eine Ausrüstung. Und zwar eine grüne Emerald Smaragd Ausrüstung. Die ist genauso stark wie eine Diamant Ausrüstung. Die gibt es nur hier in meinen Videos. Die gibt es nicht im normalen Minecraft. So, jetzt machen wir das hier erstmal auf. Und da drüben kommt der letzte Baum. Zack. Okay, dann machen wir uns jetzt damit ein bisschen sowas. Ein sowas. Stickies. So. Und jetzt machen wir uns hier mal eine kleine Base, bevor wir gemeinsam in den Smile Room gehen und herausfinden, was da drin auf uns wartet. So. Dann basteln wir uns mal auf jeden Fall eine Spitzhacke und ein Schwert. Auch wenn das Schwert nur sehr schwach ist. Moment, ich habe eine Idee. Wir können uns ja hier einfach Steine rausholen. So, und können dann aus den Steinen noch besseres Equip machen. Das ist eine super Idee. So, wir haben jetzt hier 8 Steine. Und dann machen wir uns am besten mal eine Steinspitzhacke. Super. Und auch ein Steinschwert. So, und dann können wir uns hier mal eine kleine Kiste machen. Und hier die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, hinlegen. So. Okay, Freunde. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein paar Sachen gesammelt. Dann wollen wir nochmal sehen, ob wir damit drinnen was erreichen können. Smile Room? Oh mein Gott, schaut euch mal diese Zähne an, dieser Mund. Das sieht so gruselig aus. Leute, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir werden da jetzt gemeinsam reingehen. Okay. Wir haben die Barrikade aufgemacht. Dann kleben wir die mal hier hin. Da! Das ist ja wirklich Blut, Freunde. Das riecht richtig streng. Okay. Dann wollen wir da mal reingehen. Oh mein Gott, wir sind drinne. Schaut mal, was hier drinne ist. Okay, meint ihr, es reicht aus mit dieser Ausrüstung, dort reinzugehen? Ich hoffe schon. Okay, also wir sind jetzt hier durch den Smile Room gegangen. Und jetzt beginnt der Smile Room. Hier gibt es also einen Weg. Und der führt hier nach unten. Das ist eine Falltür. Sollen wir die mal öffnen, Freunde? Oh mein Gott, ist das tief. Das ist doch sicher eine Falle. Ich bin noch nie so tief in eine Höhle gegangen, Freunde. Und schon gar nicht in eine Smile-Room-Höhle. Okay, wir gehen da jetzt gemeinsam rein. Und schauen mal. Oh, wo kommen wir hier raus? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Wo bin ich hier?
Freunde, soll ich hier mal runterspringen? Autsch! Okay. Au! Oh mein Gott! Das ist eine Bärenfalle! Schaut euch mal diese Bärenfalle an, Leute! Die muss ich unbedingt hier abbauen. Moment, vielleicht mit der Spitzhacke? Oh mein Gott, da ist einfach eine Bärenfalle! Nee, 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 die müsste ich auf jeden Fall abbauen. Das ist ja total gefährlich, wenn ich da reintrete, dann ist mein Fuß ab. Zack, zack, hopp, hopp, schnapp, schnapp. Okay, wir müssen hier ganz vorsichtig sein, Leute. Das ist ein unbekanntes Gebiet. Ich habe keine Ahnung, was hier auf uns wartet. So, oh Gott, hier ist auch überall Blut, Freunde. Und Spinnenwebe. Ah, ich häng fest. Oh, ich komme nicht raus. Ah. Alter. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Bärenfallen. Die müssen auf jeden Fall weg. Und was ist das hier? Oh mein Gott, ein Gefängnis? Freunde, hallo, wer seid ihr denn? Hilfe, warum hilft uns denn niemand? Hilfe, warum hilft uns denn niemand? Wir wurden gefangen genommen. Hilfe, niemand möchte uns helfen. Wir sind hier schon seit 3 Tagen ohne Essen gefangen. Ach du meine Güte, ihr armen Karnickel. Ich werde euch hier auf jeden Fall rausholen. Ah! Ah! Mist, meine Steinspitzhacke ist nicht stark genug. Da oben ist doch was. Wartet! Ich werde euch hier auf jeden Fall befreien. Bleibt einfach nur hier stehen. Ich komme auf jeden Fall euch zu Hilfe. Freunde, habt ihr gesehen, da sind so arme Hasen. Und die sagen, die sind da schon seit 3 Tagen gefangen. Wir müssen die auf jeden Fall befreien. Aber erstmal müssen wir hier unten gucken, ob wir vielleicht eine bessere Spitzhacke finden. So. Geht's hier lang? Hallo? Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Jaguar! Ah! Hilfe! Und zack! Ey! Was machst du da? Oh Gott, hat der die etwa gefangen genommen? Eine Kiste! Der Jaguar hat eine Kiste beschützt. Okay, dann wollen wir nochmal schauen, was in der Kiste drin ist, Freunde. Okay. Alter, das ist einfach eine Piu-Piu. Schaut mal, eine Laser-Piu-Piu und eine Laser-Rifle. Geilomatico und eine Eisenspitzhacke. Mit der Eisenspitzhacke können wir auf jeden Fall hier diese Hasen befreien. So, Hasen, ich befreie euch. Schaut, es funktioniert mit der Eisenspitzhacke. Kommt, nehmt meine Hand. Wir werden dich auffressen, wir haben Hunger! Hey, nimm meine Hand und du auch! Hey, warum greift ihr denn an? Ich hab euch doch gar nichts getan, ich hab euch befreit! Oh mein Gott, Hilfe, ich will euch nichts tun! Hilfe! Und? Tu mir nicht weh! Oh mein Gott, nein, die armen Hasen! Die waren bestimmt so hungrig, dass die sogar mich auffressen wollten! Oh nein, die Armen! Gut, dann mache ich ja wieder das Gefängnis zu. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Oh, hier ist ja noch eine riesige Tür. Die habe ich gar nicht beachtet. Okay, Freunde, dann wollen wir mal durch die riesige XXL-Tür gehen. Und ihr gebt derweil dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr es bis hierhin geguckt habt. Okay? Hallo, ist hier jemand? Ah! Ein Imposter! Du kannst mich nicht fressen! Und... Piu! Piu! Und mit der Laser-Piu-Piu! Und zack! Oh mein Gott, Hilfe! Oh, du siehst aus wie Bernd das Brot! Aber ich bin stärker als du! Guck, ich habe nämlich hier drinne Waffen gefunden! Und bam! Easy! Okay, der kam einfach von hier und hat mich angegriffen. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, was hier drin ist. Hallo? Was ist das? Ein Siren Head aus Eis. Oh Gott, Leute. Machen die hier etwa Experimente mit Siren Head? Wollen die einen riesengroßen Siren Head erschaffen? Oh mein Gott, was ist hier los? Siren Head! Der kann nicht reden, der ist in Eis eingesperrt. Okay. Aber wenn Siren Head hier in Eis eingesperrt ist, wo muss ich dann... Muss ich dann etwa hier hoch? Okay, ich glaube, ich muss da hoch, Leute. Dann wollen wir doch mal da hochgehen. So.
Dann machen wir mal so. So. Und wir haben es geschafft. Okay, da unten war ein Siren Head Lager. Die haben da einfach Siren Head in Eis gepackt. Aber warum, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter und gucken, ob wir den Endgegner finden. Wer bist du? Ha 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 ha. Siren Head wird neu erschaffen. Ich werde ihn künstlich zum Leben erwecken. Siren Head aus Eis wird lebendig. Nicht, wenn ich dich aufhalte mit meiner Super-Piu-Piu. Los, Freunde, gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Wir werden ihn jetzt besiegen. Bam. Oh mein Gott, du bist Smile. Das ist dein Raum. Und bam. Igitt, du eklige Spinne. Und Schuss. Und Feuer. Und bam. Hurra, wir haben ihn besiegt, Freunde. Und jetzt nix wie raus hier. Aber hey, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat mit dem Smile Room, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt rechts hin auf die Glocke, Leute, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Morgen geht's spannend weiter. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Freunde.